Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu diesem wunderschönen Spiel Kingdom Come Deliverance. Inzwischen auch schon der 8. Part. Im letzten Teil haben wir unsere Eltern gefunden und begeben uns nun auf die Suche nach einer Schaufel, um sie oben bei dem Baum, bei ihrem Haus, bei unserem Haus begraben zu können. Genau. Ich möchte nochmal erwähnen eigentlich, dass das Spiel mir mega, mega gut gefällt. Also klar, das ist ja Geschmackssache und alles, aber storytechnisch hat mich das halt echt mega gepackt. Auch die Cutscenes lassen sich zum Teil echt schauen wie ein Film. Und also mir persönlich gefällt dieses Spiel recht, also wirklich mega, mega gut. Und ja, ich bin jeden Tag richtig drauf gehypt, das Spiel weiterzuspielen mit euch zusammen, um herauszufinden, was wir so alles hier erleben können. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich machen könnte oder was ihr gerne mal sehen möchtet, haut mir das einfach in die Kommentare rein. Und allgemein für diejenigen, die jetzt auf das Video gestoßen sind, wenn ihr auch nichts verpassen wollt von den Videos, einfach schnell ein Abo dalassen, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade. Und damit unterstützt ihr mich natürlich auch ein klein wenig. Dankeschön. Genau, und eine Schaufel müssen wir jetzt suchen. Ich bin am Überlegen, wo man die am besten kriegt. Ich habe zuerst gedacht, beim Händler, ich glaube, hier war ja der Händler irgendwo gewesen. Hier bellt auch irgendwo ein Hund. Boah, ist alles noch voller Rauch hier drin, ne? Von wo kommt denn das Hundegebelle? Hätte ich an, als würde so einer von einem Hund angegriffen werden. Wo ist denn das? Von wo kommt denn das? Kommt von hier irgendwo. Das ist... Von hier kommt das irgendwo. Eine Schaufel. Hier ist auch nichts. Kommt das von hier draußen? Ich sehe aber nichts. Ah. Ja, ich weiß nicht. Ja, sonst kümmern wir uns auf jeden Fall erstmal jetzt um die Schaufel zu finden. Und ja, die Eltern zu begraben. Ist halt auch wirklich krass. Ich habe nur 2 Folgen gespielt und das hat mich doch tatsächlich ein bisschen getroffen. Das mit den Eltern. Und das ist auch genau das, was ich am Anfang gesagt habe, weil so baut man halt auch Charakterbindung auf, ne? Das ist halt auch mal ein bisschen, dass man sich auch die Dialoge und die Cutscenes auch mal wirklich anguckt. Und es gibt ja Leute, die überspringen das einfach alles und genau. Und wollen einfach nur das Spiel schnellstmöglich durchspielen. Und ich habe halt so als Ziel ein bisschen auch das Spiel zu erleben, ne? Wir könnten auch höchstens mal gucken, dass wir noch das Geld nehmen. Das Brezel nehme ich auch noch mit. Okay. Ich brauche eine Schaufel. Wo kriege ich denn am besten eine Schaufel her? Hier ist ja eine markiert. Beschaff dir eine Schaufel. Ne, wir sind eigentlich hier in dem Gebiet, ne? Nein, nein. Wieso? Warum gerade du, Bianca? Boah, die hat's auch erwischt. Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Also. Wenigstens ein Rettungsschnaps und Biancas Ring haben wir bekommen. Das als Andenken an dich mit. Also, interessant. Wir haben der ihren Ring bekommen. Dann können wir den wahrscheinlich auch gerade anziehen. Und Retterschnaps ist natürlich immer gut, da kann ich auch abspeichern. So. Schauen wir doch mal, ob wir hier... Von hier kommt das irgendwo. Eine Schaufel. Boah, ist auch richtig neblig hier drinnen. Also hier draußen in dem Dorf. Ja, hier in dem ganzen Gebiet sollen wir die Schaufel suchen. Toll. Okay, wo könnten wir eine kriegen? Hier müsste doch eigentlich jeder was eine Schaufel haben. Also, und das ist ja auch nicht gerade was geplündert wird, oder? Oder täusche ich mich da? Was haben wir hier? Auch nichts. Hier oben? Auch nicht viel. Unser Inventar ist natürlich auch schon relativ voll. Hm.
Ja, ich denke, ich werde mal systematisch so jedes Haus abklappern müssen. Halleluja. Eine Kiste? Nee. Tja, wo könnten wir. Ich bin am Überlegen, ob vielleicht bei uns in dem alten Haus eine Schaufel zu finden ist. Das ist zerstört und gesperrt, das Haus. Oh, ich könnte mal in der Schmiede von unserem Vater, könnte ich mal nachschauen, ob da eine Schaufel rumliegt. Das kann natürlich gut sein. Weil wenn, hätte ich gedacht, bei irgendeinem Händler, halt in der Werkstatt halt, wie in der Schmiede von unserem Vater. Oh, die ist ja verkohlt, die Leiche. Guckt euch das mal an. Hey, die mussten es aber auch wirklich übertreiben, ne? Ich meine, wir haben ja jetzt erfahren, dass anscheinend der. Ich habe die Namen leider nicht mehr im Kopf, aber dass Dalitz hier angegriffen ist, Scarlet hier angegriffen worden ist, weil anscheinend der eine Typ da, anscheinend Silber ja vom König irgendwie benutzt hat. Und dass die dafür aber auch die Dorfbewohner so krass bestrafen müssen, das ist natürlich übel, ne? Aber das war damals so, das war garantiert damals so gewesen. Und das war ja auch kein schönes Zeitalter damals. Dazu kamen noch die ganzen Krankheiten und die ganzen Seuchen. Schauen wir mal, ob wir hier in der Schmiede eine Schaufel finden. Boah, von der ist ja gar nichts übrig geblieben. Nee, hier ist nichts. Hier ist ja echt nichts. Da wollen sie begraben werden. Okay. Hier haben wir eine Axt, aber keine Schaufel. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Genau, hier begraben wir sie dann später. Ich müsste aber noch eine Schaufel finden, oder das funktioniert es nicht. Der Boden ist zwar schön nass, aber mit den Händen kommen wir da nicht weit wahrscheinlich. Wo könnte ich eine finden? In unserem Haus? Ein bisschen Kohl. Müssen gucken, unser Inventar ist gleich überladen. Verbandszeug. Was ist das? Ringelblume, Aufguss. Ah, das ist, weiß ich nicht, was das ist. Genau dasselbe nochmal. Hier liegt nichts. Leider nicht, nee. Hier ist auch nichts. Da kommen wir leider nicht rein. Ich muss schon wirklich unten im Dorf gucken. Ich habe das Gefühl, hier ist halt wirklich nichts. Hä? Wieso? Ah, ich bin überladen, ich kann nicht mehr sprinten. Ich muss das fallen lassen, Leute. Ein Brezel hier. So. Ah, reicht noch nicht. Mann! Nee, gerade das Essen sollte ich ja behalten, nicht Dödel. Was haben wir denn noch, was ich hier nicht brauchen kann? Ein paar Handschuhe. Und die lasse ich mal fallen hier. Reicht immer noch nicht. Haben wir so viel aufgehoben unterwegs jetzt? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Lass mir das noch fallen. Und das hier noch. So. Das Zeug ist halt schön was wert, die ganzen Kleidungen und so. Deswegen will ich die nicht alle wegwerfen. Oh, bei dem Wetter sieht man aber auch fast gar nichts. Haben wir hier schon geguckt in dem Haus? Also je nachdem, ja, was davon übrig ist, ne? Vergiss es, hier ist nichts. Eine Schaufel, eine Schaufel, eine Schaufel. Die haben sie ja sicher logisch versteckt, nicht einfach auf den Boden irgendwo hingelegt.
dass man hier nicht jahrelang suchen muss. Zeig mal her. Ziemlich genau hier haben sie... Klar, das ganze Gebiet ist markiert. Hier hatten wir damals den Kampf gegen Kunisch gehabt. Ich höre da irgendjemanden gegen den Hund kämpfen oder so. Aber ich glaube, das ist eher außerhalb von der Burg. Oder? Täusche ich mich jetzt da? Sonst laufe ich mal wirklich dahin. Ah. Tatsächlich, da ist es ja. Ah, der hat eine Schaufel. Namen treibst du? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Ah, der beschützt die Leiche. Was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Ja, genau, er bewacht sein Herrchen. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen? Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten. Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Leih mir deine Schaufel. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Ey, will der mich verarschen? Das Schwert, das du da hast. Bist du behindert? Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Leute, ich schiebe es dir in den Arsch. Ich nehme die Schaufel und du kannst das Schwert haben. Direkt in deinen Arsch. Glaubst du, du kannst frech sein, nur weil du ein Schwert hast? Mist. Ich weiß nicht viel übers Schwertkämpfen. Gut so. Dann schlag ich dir die Zähne ein. Bist du dumm? Will der jetzt ernster? Ruhig, Junge. Nein, das wollte ich nicht. Hatte. Jetzt muss ich den jagen. Oh, verdammt, ich hätte mit dem kämpfen sollen, nicht Depp. Bleib stehen. Oh, der rennt sich ja 10.000 Jahre lang. Komm her, komm her. Zuerst muss ich hier noch etwas erledigen. Gott, hä? Ich wünschte, ich könnte weg. Aber nee. Zuerst muss ich meine Eltern bestatten. Oh, nee, der ist weg. Hat er die Schaufel liegen lassen, wenigstens. Ja, hat er. Oh Gott, wenigstens das. Ne, plündern will ich den nicht. Oh, der arme Hund, guckt mal. Schon gut, schon gut. Lassen wir den. Hebt unter der Linde ein Grab aus und bestatte deine Eltern. Dann machen wir das doch. Also müssen wir jetzt erstmal die das Grab ausheben oder müssen wir jetzt erstmal die Eltern da hochschaffen? Ich glaube, wir müssen erst das Grab ausheben. Ich nehme an, dass das der dann von alleine macht. Ist echt nichts übrig geblieben, haben die hier. Wenn ihr überlegt, wie das hier in den ersten Parts noch aussah. Ah, das sind die Kleider, die ich fallen gelassen habe. Ich muss wahrscheinlich die Schaufel in die Hand nehmen. Nee. Doch nicht. Da kann ich mich hinsetzen. Muss ich doch zu den Eltern? Tut mir leid, Leute, ich muss nur mal runterlaufen schnell. Hebt unter der Linde ein Grab und bestatte deine Eltern. Warte, ich laufe jetzt trotzdem nochmal schnell zu den Eltern.
Vielleicht muss man kann ja, bewusstlose Körper oder Leichen kann man ja aufheben. Nee, ich kann die nur plündern. Das wollen wir ja nicht. Also muss ich auf jeden Fall da oben was machen. Aber die Schaufel kann ich nicht ausrüsten. Das heißt, oder... Doch, ich muss wahrscheinlich nur den richtigen Platz finden und dann draufklicken. Zeig mal, ist das noch weiter hinten vielleicht? Ist das hier den Weg hoch? Nee. Das wird ja irgend... Vorhin standen wir hier und da sagt er hier... Ah, da ist es ja. Tatsächlich. Verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Nein! Siehst du nicht das Schwert? Scheiße! Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was bist du? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Nein! Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Scheiße! Fuck, jetzt wird's krass, Leute! Hör mal, gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Oh, Leute. Jetzt hätte ich nur ein paar Zähne gekostet. Oh, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Okay. Was ist los? Nein! Scheiße, der hat einen Schlag gemacht. Sag, wie das werden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Das ist ein schönes Stück. Dem Anführer wird's gefallen. Brandneu, habe ich recht. Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein würde. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder.
Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Oh, tut mir leid, Leute. Hört auf mit den Spielchen! Oh, shit, ja! Guckt euch das an! Oh, so geil! Ich schwöre, ich hab gewusst, dass der kommt! Ja! Ja! Oh, Leute. Was ist los hier? Was hier? Scheiße, wir haben unser Schwert verloren. Was ist? Komm schon, weg mit euch! War hier nicht noch einer? Das scheint ein Albtraum zu sein. Ey, diese Bastarde.
Heinrich. Aufwachen! Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Du bist wach? Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Ich bin müde. Wie hast du mich gefunden? Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thymberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was hat dich nach Scarlet's getrieben? Was in aller Welt hast du in Scarlet's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Okay, Sie haben nach mir gesucht? Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divisch hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divisch versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Ich bin müde. Oh, ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Okay. Also, meine Lieben, ich habe gerade gesehen, wir sind schon bei über 30 Minuten angekommen. Ich muss den Part leider beenden, sonst wird es einfach zu lange. Ich werde dann gerade im nächsten Part genau hier wieder ansetzen. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Ich fand ihn wieder richtig mega, mega geil. Lasst mir noch ein positives Feedback da, wenn es euch auch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Einschalten, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao.